Manni Breukmann. Ich bin gespannt, ob sie wieder so überzeugen können wie im letzten Spiel. Robben. Da wird zum Eckball geklärt. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Michael de Jong. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Nimmt er dem Verteidiger den Ball ab. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Müssten wir wirklich darüber diskutieren? Nein. Strafstoß. Sicher und professionell verwandelt dieser Elfmeter. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Angel de Jong. Und jetzt Robin van Persie. Und die Abwehr aufmerksam. Erreicht dieser lange Ball Robin van Persie? Achtung, lässt! Tja, es sollte schöner Fußball werden. Ja, aber das mit dem Außenriss ist so eine Geschichte. Wesley Sneijder. Den hat er wieder im Kasten untergebracht. Was würde seine Mannschaft nur ohne ihn machen? Völlig berechtigte Frage. Er ist der Superstar dieses Teams. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt nach vorn, nur der Schiedsrichter scheint es nicht bemerkt zu haben. Nicht nur abgewehrt, sondern gleich auch noch den Ball souverän festgehalten.
Nach vorne, offensiver spielen. So deute ich die Zeichen des Trainers der Heimmannschaft. Das darfst du aber auch nicht übertreiben, dann kann es nämlich nach hinten losgehen. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Schneider! Und was für ein Tor! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke, der Gegner hat den Ball. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Ja, das gibt einen Eckball. Und per Kopf. Besser kannst du nicht köpfen, aber der Torwart, er ist da. Und nochmal Eckball. Zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Das war die Verschwendung eines Eckballs. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Entwickelt sich möglicherweise was. Sehr gute Flanke. Genau hingeschaut. Hallo, da verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Jetzt ist er. Und daneben. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Vertan, sprach der Hahn. Ja, und den Ball trifft er einfach nicht richtig. Und auch der Hahn wird erkennen, das war keine gute Schusstechnik. Und jetzt Robin van Persie. Und? Hat er den Ball sicher gehalten. Toll gemacht. Drei Tore in der ersten Halbzeit, so kann es ruhig weitergehen. Zur Pause 2:1 Führung. Das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Ja.
Wesley Sneijder. Macht er ihn rein? Geht er rein? Was sagt der Torwart? Er sagt, hier ist Endstation. Klare Entscheidung, Ecke. Ruft der Trainer, der Hausherrn, seinen Spielern zu. Dabei sollten sie aber tunlichst ihre eigene Defensivarbeit nicht vernachlässigen. Ja, abgeblockt. Guck mal hin! Und was für ein Tor! Es gibt schlechte Tage und es gibt super schlechte Tage. Und es gibt Katastrophentage. Und letzteres hat unser Keeper hier. Ja, also mein lieber Scholli, was der hier abliefert, das ist für ihn natürlich eine üble Geschichte, aber tut natürlich auch der Mannschaft weh. Da sollte man tatsächlich über einen Torhüterwechsel nachdenken. Ja, und das ist natürlich eine Augenweide, wenn man Arjen Robben hier zuschaut, wie er das macht. Alle, aber wirklich alle, düpiert. Das macht er richtig gut vor diesem Tor. Und jetzt hat er sofort abgezogen und, aber er kann den Ball nicht festhalten. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Van Persie! Und den haben viele hier im Stadion schon drin gesehen. Jetzt hat der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber zuerst wollte er den Vorteil geben, aber dann kommt der Pfiff. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar, er muss Abstoß geben, Ball war im Tor aus. Das ist ja schon mehr als große Zufriedenheit. Ja, richtig zueinander hingezogen, diese beiden Seiten, die Mannschaft und die Fans auf den Rängen. Aber ganz ehrlich, Manni, das kann man nachvollziehen. Das ist ja auch technisch, taktisch wunderbar von der ersten Minute an. Da muss man ja begeistert sein. Schuss und er könnte heute ganz groß rauskommen, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Jetzt ist die Grenze erreicht, jetzt sieht er die gelbe Karte, Busch. Ja, und ab jetzt einfach mal einen Gang runterschalten, sonst fliegt er hier. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt, er muss Freistoß pfeifen. Und da sieht er gelb. Zu Recht. Oh, da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz und verursacht überhaupt kein Problem für den Keeper. Über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn?
Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Toll, wie er das macht. Und Wesley Sneijder. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Abwehr steht goldrichtig. Erreicht dieser lange Ball Robin van Persie? Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Und manchmal haben sie auch die Grenzen überschritten. Hier die Zahl der Fouls. Nigel de Jong. Da wird er vom Ball getrennt. Schießen musste. Er hat es probiert, aber für den Torwart war das nun wirklich keine Herausforderung. Nein, und sollte das ein Torschuss gewesen sein, dann war es einer der ungefährlicheren. Bei den Punkten lagen sie ja sowieso schon vor. Und mit den dreien heute.